Hallo, liebe Grüße aus Paraguay, grüße euch wie immer ganz herzlich. Heute etwas bewölkt, aber es ist warm und am Wochenende sollte noch wärmer werden. Also, heute sprechen wir über, jetzt kommt's, über Immobilien, Paraguay Immobilien, aber insbesondere über Baugrundstücke. Also wir haben wirklich viele Anrufe in den letzten Tagen, Wochen und Monaten erhalten. Wie kauft man denn überhaupt Baugrundstücke? Also speziell Baugrundstücke bzw. Bauland oder grundsätzlich Grundstücke. Und logischerweise sind das auch Immobilien, aber sprechen wir heute speziell über die Grundstücke. Okay, also bleibt dran. Bis dann. Tja, jeder von euch sicherlich möchte gerne Immobilien bzw. Grundstücke günstig erwerben, günstig kaufen. Was heißt aber günstig? Also günstig heißt nicht billig. Meistens billig kommt aber teuer. Also zum Schluss zumindest. Also wir haben sehr oft und praktisch mein ganzes Leben lang Gelder in Grundstücke investiert. Da habe ich schon auch erwähnt, da kann ich euch sicherlich auch ein erstes Video, ich glaube hier oben links wird das sein, verlinken, könnt euch auch gerne mal anschauen. Aber was heißt ja günstig? Also günstig für mich heißt in guten Lagen, also vor allem Grundstücke in guten Lagen. Was heißt gute Lage? Klar, jeder für sich muss ja entscheiden, was für mich gute Lage bedeutet. Für mich persönlich heißt es zentrale, aber ruhige Lage. Das war immer in Deutschland auch so. Es ist schwer zu bekommen normalerweise. Aber zum Beispiel unser Projekt hier in Piribebuy, beziehungsweise am Stadtrand Piribebuy, ist so eine Lage. Also wir sind am Stadtrand, ja, dadurch zahlen wir, beziehungsweise dann ihr, auch kleine Steuer. Also man zahlt kaum Geld. Es ist ungefähr um die 20, 25 Euro im Jahr. Im Jahr. Ja. So, die zweite Sache ist es, dass die Baugrundstücke nachher logischerweise alles im Wert steigen werden. Stadt näher, die Stadt wird immer größer. Und die dritte Sache, die Lage ist umso entscheidender, weil wir also eine gute Fahrstunde von der Hauptstadt als auch vom Flughafen entfernt sind. Deshalb ist es die Lage, ob die man hat also auch nicht viertens die Hektik einer Großstadt. Also ich möchte auf keinen Fall zum Beispiel im Großraum Asunción wohnen. Ja, da kann man zwar schnell ins Theater gehen oder ins Kino oder Halligalli machen. Okay, aber ich möchte ruhig wohnen, ruhig. Und zwar saubere Luft haben zum Atmen und vor allem Ruhe haben um mich herum. Ja? Und kein Stress, keine Autobahn. Kein Smog, was natürlich in den Großstädten, also mehr als Deutschland, vorhanden ist. Ja, also das sind die wichtigsten Gründe für mich. Es kommen immer wieder Fragen, wie kauft man überhaupt ein Baugrundstück und wer kann ein Baugrundstück bzw. mehrere Baugrundstücke kaufen. Also wie kauft man es? Ganz relativ, ganz easy. Also man braucht natürlich gute Grundstücke, die auch Eigentumsnachweis, Eigentumstitel haben. Ganz, ganz wichtig. Ja? Das heißt also, der Verkäufer, ja, beziehungsweise in dem Notarvertrag, muss auch der Name eingetragen sein des Verkäufers. Ja? Das heißt also, im Prinzip in dem Notarvertrag muss natürlich der Name des Verkäufers stehen. Und der unterschreibt. Die zwei Personen müssen natürlich übereinstimmen. Das ist schon mal das Wichtigste. Ja? Also lasst uns auf keine einreden. Es muss einfach stimmen, es muss funktionieren. Das ist das A und O. In unserem Fall ist es das Fall, wir haben das Grundstück schon seit 15 Jahren, 14 Jahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Alles ist geregelt. Das heißt also, falls ihr die Baugrundstücke bei uns kauft, habt ihr alle Sicherheit der Welt. Ja, man geht einfach zum Notar, man braucht dazu nur einen gültigen Pass. Nur einen gültigen Pass, es stimmt
also es spielt keine Rolle, ob es ein deutscher Pass, polnischer, amerikanischer, wie auch immer. Gültiger Pass reicht auf jeden Fall, um ein Baugrundstück zu erwerben und am besten immer Bargeld mitnehmen. Ja? Also man kann es natürlich auch Teile des Preises überweisen, also per Banküberweisung kann man natürlich auch machen, ist auch überhaupt kein Problem. Es hängt alles von euch ab. Ja? Also das ist wichtig, nur der gültige Pass muss man natürlich bei sich haben und ein Notar des Vertrauens, den wir natürlich auch haben. Bis dann. So, die Kosten, wie gesagt, also die Baugrundstücke, die fangen ungefähr bei 15.000 Euro. Maklergebühr bzw. Maklerkotage braucht ihr in diesem Fall nicht zu bezahlen. Das sind unsere Grundstücke und dann nehmen wir natürlich auch keine Kotage dazu. In anderen Fällen, wo wir Grundstücke bzw. Immobilien vermitteln, ist logischerweise, keiner arbeitet umsonst, ihr sicherlich auch nicht. Also bei der Vermittlung nehmen wir natürlich Kotage. Und die dritte Sache, was wichtig ist, ihr könnt natürlich sich auch an andere Makler wenden. Ja, es gibt auch Classipa, werde ich auch unten in der Beschreibung den Link praktisch durchgeben. Ja, das sind im Prinzip so ein Anzeigeportal, also die größte in Paraguay. Ja, aber da, wie gesagt, inserieren ja auch alle. Man sollte sich schon ein bisschen auskennen. Also von daher, mit unserer Hilfe könnt ihr auf jeden Fall immer rechnen. Und wie gesagt, wir haben zwei Projekte. Eins, was hier in der Nähe der Stadt oder am Stadtrand Piribabuy ist, im dritten Departamento Cordillera, schöne Lage. Und die zweite ist ungefähr 8 Kilometer, also ländliche Lage. Die zwei Sachen von uns ohne Cottage. Die anderen Sachen können wir euch natürlich selbstverständlich jederzeit behilflich sein. Falls ihr Fragen habt, das ist schon mal wichtig, immer bitte unten in der Beschreibung, das ist wichtig. Wir bekommen viele, viele Anrufe und durch die Zeitumstellungen sind immer noch 6 Stunden, kann man euch natürlich nicht alle Fragen persönlich beantworten. Deshalb liebe, liebe Grüße und eine große Bitte, einfach die Beschreibung, ja, also die Kommentare dazu nutzen, um die Fragen bezüglich des Kaufs des Grundstückes oder der Grundstücke einfach unten bitte schreiben. Ja. Falls ihr schon Erfahrung gehabt habt, schreibt auch eure Erfahrung. Wie war es in Paraguay? Wie habt ihr Grundstücke erworben? Wer hat euch geholfen? Wie auch immer. Gar kein Problem. Ich habe persönlich damit gar keine Probleme. Wenn gute Erfahrungen sind, einfach unten aufschreiben und teilen. Bitte immer das Video an andere teilen, auch Social Media, also Facebook, Twitter, Instagram, bitte teilen. Die anderen sind sicherlich auch interessiert. Also, mach's gut, liebe Grüße und bitte die Fragen nicht vergessen und die Likes immer nach oben. Bis dann, grüße euch sehr herzlich. Ciao, ciao, bis dann.